Ach Mann! Da ist schon wieder einer. Ich weiß doch nicht wo. Oh. Das ist hier ein... Hier sind überall Feinde. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier nicht gerade renne. Hier ist... Wir müssen aus dieser Hitze. Mann! Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Ja. Nennen wir es einen Tag. Ein Tag im Leben von Ryder. Halt die Klappe, Mann. Ich bin dabei. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Boah, und dann die ganze Zeit, wenn sie den Alarm nicht ausschalten. Ich weiß es doch. Ich bin ja dran gewesen. Als ob ich nicht die ganze Zeit schon mitgemacht hätte. Oh. Schuss in den Po. Macht jeden Scharfschützen froh. Wie viele Scharfschützen hier sind. Oh Gott. Das ist genau wie damals in Battlefield. Immer wenn du denkst, du schaffst es, einen im Lauf zu treffen, weil du es ein, zweimal geschafft hast, hältst du dich für den Kingpin und dann triffst du nur noch daneben. Universalklinge. Heidewitzka. Heidewitzka. Jetzt musste ich mich mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken. Auf den Schluck, da trinke ich mir erstmal eine. Ist noch kein Alkohol. Ist noch keine 4. Kein Bier vor 4. Ich sage es euch. Temperaturen steigen an. Lebenserhaltung ist wieder online. Jetzt geht's wieder los. Oder weiter. Wenn sie den Alarm nicht abschalten, kommt immer mehr. Sie ist verschlossen. Um diese Tür zu öffnen, müssen die Sicherheitssysteme deaktiviert werden, Pathfinder. Ich kümmere mich um den Scharfschützen. Ihr seid dran. Uhu. Sicherheitsoverride. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich anzugreifen? Dankeschön. Alle erwischt. Da oben. Kampfbereit machen. Das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder Sand in meiner Waffe. Was? Das ist jetzt das dritte Mal in den letzten paar Wochen. Ist ja auch kein Wunder, du Idiot. Hör einfach auf, damit rumzufuchteln.
Eine hätten wir. Hm. Wartet mal, war da unten nicht auch sowas in der Art? Ja. Hier ist auch sowas in der Art gewesen. Wir müssen noch mal ganz kurz hier runter. Ah. Ich häng fest. Oh. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich häng fest. Asari Schwert. Sie haben es fast geschafft, Pathfinder. Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Die ist hier. Dip, dip. Die Temperatur dip, dip. Steigt, Pathfinder. Das hätten wir. Katana 5. Ich glaube, das war eine. Die Sicherheitssysteme eine Pumpe. Sind deaktiviert. Sonst noch was, Sam? Nein, Pathfinder. Sie sollten jetzt Zugang zu dem Lagerraum haben. Oh, zum Lagerraum. Lebensfähigkeit. Angaranischer integrierter Tech-Knoten. Die angaranische Technologie ist in einigen zentralen Bereichen wie Designeffizienz oder Materialnutzung klar überlegen. Dank koordinierten Forschungsbemühungen zwischen Initiative und Angara sind diese komplizierten Knoten von beträchtlichem Wert. Adaptierte Initiative Kerntech. Dieses Gerät ist vor allem deshalb wertvoll, weil es Technologien der Initiative unter Umgehung geltender Standards an die spezifischen Anforderungen von Helios anpasst. Im Feld improvisierte Geräte überspringen Entwicklungszyklen und bieten relevantes Forschungspotenzial. Ups. Universalgel. Ah. Nett, nett, nett hier. Initiative Panzerung. Ach, das ist doch so schön. So schön, so schön. Aber das brauche ich nicht, weil mir das nicht im Kampf hilft. Da, ich habe einen Behälter vergessen. Schande über mich! Ah, da-di, da-di, da-di. Haben wir hier noch was? Bevor ich hier irgendwas vergesse. Nein. Jetzt musst du mir mal sagen, warum innerhalb eines Lagerraums. Die Haltung ist stabil. Da soll das Ding sein. Der Chef. Der Kingpin scheinbar, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist scheinbar auch die feindliche Festung von hier. Ungewollt habe ich die feindliche Festung gestürmt, die normalerweise von Cat beherbergt wird. Aber scheinbar diesmal läuft es deutlich anders. Oh. Scharfschütze weg. Sie müssen die Konsole. Mann. Das wäre geschafft. Shuttle im Anflug, Pathfinder. Ja, doch. Ich bin ja dran, ich bin ja dran. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Oh. Gut gemacht. Diese Plünderer haben echt verdammt viele Scharfschützen. Lecko funny. Temperatur steigt, Pathfinder. Ich glaube, das war's. So. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Was haben wir hier? Parole, Konsole. Hacken. Ich kann die Türen der Einsatzzentrale von hier aus entriegeln, Pathfinder. Versuchen Sie bitte in der Nähe der Konsole zu bleiben, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sie haben uns entdeckt.
Achtung, das sind noch mehr von denen! Wir müssen aus dieser Hitze zurück. Ja, doch. Ja, immer noch heiß. Einfach immer weiter drauf losschießen. Ihr müsst hier rein, ich nicht. Sind euch die Scharfschützen ausgegangen, meine Freunde? Oh! Ich habe die Verriegelung aufgehoben. Sie können die Einsatzzentrale jetzt betreten. Halt die Klappe! Jetzt kommen immer mehr Feinde. Was soll denn das? Was zum... Oh, oh. Meine beste Freundin, die Verbrennung. Die mache ich so gerne. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Zielfernrohr. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Jetzt können wir da unten rein, ja? Gucken wir mal hier rein, da waren wir nämlich eben noch nicht. Es war mir fast klar. So. Munition. Alles tutti frutti. Ich hasse es, dass wir uns unser Wasser rationieren müssen. Ja, auf der Nexus mussten wir das nie. Wieso höre ich hier Stimmen? Werde ich langsam verrückt? So, jetzt können wir da unten rein. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen all diese Plünderer hier? Das ist ja eine der Fragen, die bisher noch ungelüftet ist. Warum sind die hier auf einem Planeten, der denen für einfach nichts bringt? Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Haltet mir den Rücken frei, liebe Freunde. Ja, ich denke, da können wir stolz sein. Schubidub dudulu. Dudududududu. Jetzt kommt bestimmt der richtig dicke Boss. Ich denke, wir sollten uns auf einen Kampf einstellen. Nein! Oh! Mann! Na komm. Raus hier. Ich brauch Muni. Mann!
Ich hasse das. Jedes Mal müssen die Typen von hinten kommen. Wofür habe ich meine Kollegen denn hier? Ich denke, diese Konsole öffnet die Tür zu einem nahegelegenen Bunker. Na dann, ich bin bereit für einen kleinen Erkundungstrip. Puh. Raptor 5. Mhm. Ist das eine Asari? Ja. Das ist eine Asari. Schubidu, schubidu. Erstmal die kompletten Plünderer ausgerottet. Und seit langem ist mal wieder ein Teamkollege hops gegangen, ne? Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Zugang zum gesicherten Lager erhalten. Besiedlung von Eladen, 40% Lebens... Was ist das? Abgestürztes Schiff finden. Steine klöppen. Strahlruder von... Achso, ja, das war das Ding. Wo ist denn das Ding, wo wir das besiedeln können? Nö. Tja. Da unten soll es sein. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal das Rätsel gelöst. Kommen wir da unten irgendwie hin? Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Und wir haben jetzt erfolgreich die Absteige platt gemacht, ja? Das ist doch erfreulich. Das wird die Krogane auf jeden Fall schon mal freuen. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ah. Komm, jetzt aber nochmal Schub. Ich hab nachgedacht. Denkst du, Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Wir haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen, da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, Die Verbindung ist abgebrochen. Ich habe davon gehört. Denn Nia hat vor einiger Zeit von einer geheimen Wasserquelle erfahren. Indem sie es rationiert, hat sie jeden, der hier leben will, in der Hand. Wir müssen etwas tun. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Krogana ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Wir machen uns jetzt also auf die Suche nach Wasser? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Aeneas Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Wo zum Teufel ist diese verfluchte Wasserquelle? Das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen, meine Freunde, wo diese Wasserquelle ist. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Paradise. Paradise. Steine klöppen. Ich würde sagen, das ist unser nächstes Ziel. Wir gehen mal nach da. Setzen unser Deacon dahin. Und dann reisen wir mal dahin. Es wird Zeit. Für die Ruine. Wir haben das gegnerische Lager ausgerottet. Jetzt sollte es für alle Beteiligten sicherer sein. Uns hoffentlich eingeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, dass wir die Umgebung so ein bisschen sauberer kriegen. Latatati. In diesem Riesenkomplex müssen wir ja auch noch rein. Gefühlt.
Da ist mit Sicherheit noch was im Argen. Schubidu, Schubidu. Oh, Eladin. Schwupp.